Ja, hallo und herzlich willkommen. Wer ist da? Wer ist noch dabei? Niemand, natürlich oh, niemand ist natürlich dabei. Nein, es darf natürlich keiner hier ankommen, das geht ja gar nicht her. Ja. Gibt's ja gar nicht, nein. Nee, der gute Tatsumaki LP ist dabei und hofft, dass er mich beschützen wird von diesen furchtbaren Zombies. Ich habe meine Schrotflinte zu Hause vergessen. Ja, ist ja typisch. Ja, ich bin Ryuichi Asami 1982. Wir spielen jetzt weiter Pflanzen gegen Zombies. Und zwar im purer Idiotenwahnsinn wird hier weitergeführt. Resident Evil für Arme, ne? Jo, definitiv. Also eigentlich ist Pflanzen gegen Zombies ja gar nicht mal so ein schlechtes Spiel. Es ist ein schönes Adventure-Spiel. Ist auch sehr lang gehalten. Aber für mich war es auf Dauer ein bisschen zu langweilig. Ich habe es aber auch mal gespielt, ich gebe es zu. Ja. Auf eine gewisse Art und Weise ist es schon ganz witzig. Ja, man muss taktisch sehr gut vorgehen, muss man ganz ehrlich sagen. So, hau mal rein, das Spiel! Ja, ist ja gut. Oh, sind schön. Fingernägel. Der musste Maniküre, ne? Ja, der hat sich schon wieder zu viel abgekaut, muss man ganz ehrlich mal sagen. Hier immer dasselbe, hier mit den abgekauten Themen da, ey. Das ist unglaublich. Die Leute kauen hier an die Fingernägeln, gerade die Zombies, weißt du? Ja. Immer okay. Dasselbe. Welche brauchen wir? Natürlich die Sonnendinger, dann die Pusten. Brauchst du jetzt... Die dunklen brauchst du ja jetzt auf alle Fälle, die im Dunkeln, weil es ist ja Nacht draußen, die Sonnenblumen bringen dir ja im Moment gar nichts gerade. Nee, sowieso nicht. Was nehmen wir noch? Nein, diese Duplinator nehmen wir nicht mit. Oh, Hypnose können wir mitnehmen, dann die noch. Also ich habe immer, wenn vielleicht noch die Kirschen mit reingepackt, falls das irgendwann zu viel wird. Ach, danke. Ich habe ganz überlegt, was nehme ich noch mit rein? Die Kirschen mit rein. Falls die Welle zu groß wird, dass man immer mit den Kirschen noch ein bisschen etwas mal beiseite sprengen kann, würde ich sagen. Scheiße. Ja, ich weiß. Verbaut, würde ich sagen. Da hast du den ersten gleich schon mal verbaut. Der jetzt bei einem Hallo? Nicht, die sind gleich am Anfang, sind es wie schon gesagt. Ja gut, die haben nicht viel Angriffskraft, ne? Ja? Rin? Hörst du mich noch? Ja, ich höre dich noch. Du warst sehr im Moment schön. Weg. Ja? Ja, ich war im Moment auf der Seite der Zombies und hab mal eben kurz den Plan studiert, was sie machen. Ist nicht wahr. Doch. Und sie haben gesagt, Brains. Nee, das ist ja auch nicht sehr informativ. Ja, es ist schon mal sehr informativ als sonst was, ne? Wenn sie sagen, Brains, dann ist es schon informativ genug, um zu wissen, dass sie Brains fressen wollen. Ja, die kleinen Pilze, die haben ja wirklich nicht gerade sehr viel Angriffskraft und werden auch schnell aufgefressen, würde ich sagen. Ist leider so, kann man aber nicht ändern. Außerdem haben die 0 an 0, 0, 0. Okay, das können wir dahin tun. Ja, scheiße. Weißt du, was mir gerade eingefallen ist? Erzähl. Ich hätte die Kirschen einfach da lassen sollen. Nein, ich habe die Kirschen mitgenommen, weil ich diese Grabsteine zum Kotzen finde. Ja, stimmt, die musst du ja wegmachen, ne? Ja. Dafür gibt es ja einen bestimmten dafür, nur der die wegmacht, war mir immer so, ne? Da musst du ein bestimmtes Pflanzentier reinhauen. Na komm, mit den Pilzen kriegst du es auch hin. Ja. Das schaffst du schon. Kirschen sind immer ganz gut, wenn du wirklich mal, weil nachher kommen die Wellen, das weiß ja jeder, die starken Wellen, und dann muss man da schon auch mal ab und zu ein paar Kirschen reinschmeißen, weil die könnten echt übermüßig werden, die Wellen. Na gut, denke ich mal, kriegst du aber so auch hin. Jetzt hast du immer schon mal die dicke Pilze tolle da reingehauen. Aber warum hast du den dicken Pilz mitgenommen und nicht diese grünen, diese Spucker? Die haben doch mehr Angriffskraft, finde ich, oder? Oder weil die dicken Pilze einfach günstiger sind? Oh Gott, jetzt sehe ich das. Ja, ich merke gerade. Ich bin heute ziemlich durch. Da fange ich wieder an mit so Was sagst einem du? Nee, ich bin mal wieder total durch. Ich Hallo? Wieder... Hallo? Ah, Probleme mit der Internetverbindung stand gerade bei mir. Ach du Schande. Kann sein, Was machst du denn wieder? Ich mach ja. gar nichts. Ich mach gar nichts. Ja, das ist Rin, die lädt illegal Download-Spiele gerade runter. Nee, ich krieg gerade überhaupt gar nichts runter. Wenn, kann ich mir vorstellen, wir momentan on mast im Internet was bestellt. Ach, dein Papi. Ja, Daddy muss mal wieder bestellen, ne? Ah ja, solange er nicht auf ice.de rumsurft, ist ja alles in Ordnung. Für alle Insider. So, Hypnosepilz wird erstmal eingesetzt gegen den Footballspieler. Das ist ja schon mal gar nicht schlecht. Der wird dann erstmal ein bisschen hypnotisiert werden, obwohl die Hypnosepilze habe ich, glaube ich, eigentlich fast nie benutzt damals. Aber wir rennen ja erstmal zurück und kommen ja danach gleich wieder. Die sind eigentlich ganz gut, die Hypnosepilze. Das geht ja schon mal. Och, ich hasse die. Welche, die mit den Hüten? Ja. Ja, die brauchen ein bisschen länger, ne? Erstmal fällt der Hut ab, danach fällt der Kopf ab, ne?
Aber du hast, wie schon gesagt, es wäre wirklich besser gewesen. Ja, gut, okay. Ist ja alles noch zu retten, muss man ganz ehrlich sagen. Du sammelst ja erstmal ordentlich Summa-Verstart und eigentlich immer in Pflanzen gegen Zombies. Erstmal eine Zweierreihe hinten mit den Pilzen oder mit den Sonnenblumen vollhauen, damit man immer schön viel Sonnenenergie kriegt, damit die Pflanzen schön wachsen können. Mhm. Und ja, du hast aber eigentlich genug defensiv dabei, würde ich sagen. Es müsste reichen. Du kannst ja auch diese... Könntest jetzt in der zweiten Reihe, könntest du uns später zum Beispiel sagen, du könntest für 150 da diese fleischfressende Pflanze holen und davor dann noch mal für 200 ein Dingses packen. Ein hier, wie heißt dieses? Dieses, Deckungsfieder. Würde ich sagen. Ist immer die Sicherheit alles garantiert. Okay, jetzt tue ich irgendwas ganz Blödes. Oh oh. Es kommt was ganz Böses. Nee, nicht Böses, Blödes. Blödes, noch besser. Was kommt denn jetzt? Die letzte Welle kommt. Ah. Captain Ahab, mit der Frontschürze da voll am Durchlaufen hier. Meine Güte, er rennt und rennt und rennt. Ich glaube, da könnte viel werden. Aber die Kirsche, die rettet dich wieder, ne? Ja, ich hab ja gesagt, die Kirsche wird noch wichtig werden. Die Kirsche ist immer wichtig. Ja. Und sie sind auch lecker. Ja, Kirschen schmecken. Oh, jemand spielt Ox Must Die. Das muss ich mir auch mal wiederholen. Ox Must Die? Ja, stimmt, da habe ich auch mal damals. Den ersten Part habe ich gespielt. Von Ox Must Die. Fand ich cool. Bin ich auch nicht schlecht, das Spiel. Aber ich habe es nie als Let's Play gemacht. So, jetzt haben wir. Hier schon den wieder. Stift. Den Stiftpilz. Ja. Ja. Ist, finde ich, immer eine Erweiterung für den normalen Pilz, würde ich ja sagen, dazu. Beschissen. Ja. Definitiv beschissen. Was ich mal fragen wollte, willst du mal wieder einen Minecraft-Server eröffnen? Ja, bin ich ja mal überlegen, ob ich bald mal wieder einen aufmache, weil, im Moment bin ich ja ganz stark dabei. Was bei mir im Moment so anfällt, ist im Moment, ich habe ja meinen DayZ-Server offen. Minecraft-Server ist eigentlich kein Problem, den könnte ich nebenbei per Pookie vielleicht auch noch öffnen. Problem ist nur MySQL, diese Exe, die verlangt von, die ist einmal bei DayZ dabei. Und wenn ich jetzt nebenbei Minecraft-Server auch starte und die MySQL-Exe ja schon verfügbar ist, kann ich da nicht zwei Server auf einmal laufen lassen. Ich habe auch noch vor, einen WoW-Server zu erstellen. Der kommt demnächst auch noch, wenn ich jetzt die Erweiterung von den neuen WoW-Teil habe von, wie heißt das? Mist of Pandaria? Mist of Panda! So, sage ich mal ganz gerne. Und dann kommt auch noch ein WoW-Server von mir, der auch noch gesponsert wird bei mir. Also, da wird noch ordentlich was an Serverleistungen folgen, nur halt problematisch wird es eben halt an der Sache, dass ich eben halt nicht so viele Server auf einmal am Start laufen lassen kann. Ja. Das ist eben halt das Problem. Ich sehe gerade, ich habe Mist gebaut. Was hast du denn jetzt schon wieder? Was hast du denn da Mist gebaut? Du hast natürlich Sonnen, ja okay, du hast die Kirschen wieder mit eingepackt, aber du hast ja den Grün mit eingepackt. Alter, passt doch. Warum hast du Mist gebaut? Weil du bedenken musst, dass erstmal, ja, das mit denen hier, ich krieg wenn schon nur 15 und später bekomme ich ja die Summe, die ich brauche. Ach, du wolltest erstmal den Nuller mit reinnehmen, damit du überhaupt erstmal eine Defensive hast. Ja, und ich habe völlig vergessen, dass die Sonnenpilze ziemlich mies sind. Die brauchen eine Zeit, bis die größer werden und die 100 immer geben, ne? Ja. Das ist das Zeitliche. Erstmal geben sie dir immer nur 50 und später im Laufe des Spiels werden sie größer und dann gibt's die 100. Das ist das Problem. Ich habe Mist gebaut. Oh, ich glaube, ich müsste das ganze Spiel nochmal machen. Ja, ist halt so. Erstmal vielleicht nochmal. Jo, kein Problem. Mensch. Man, aus Fehlern lernt man, Lieberin. Aus Fehlern lernt man. Oh, auch Gott, bei so welchen Sachen lernt man aus Fehlern. Fehler muss der Mensch machen, sonst lernt er nicht draus. Ja, und das ist auch ein Beispiel für die Leute da draußen, die das allererste Mal das hier spielen. Tja. Und wie lief's mit deinem Diablo 3? Oh, ich sag mal so, so interessant ist es auch nicht. Also mein Lieblingsspiel bleibt immer noch, ist immer noch weiterhin Diablo 1. Meins Diablo 2. Nee, Diablo 1. Das war noch richtig übel und schwer, muss man ganz ehrlich sagen. Es war wirklich noch sehr, sehr schwer, in Diablo 1 zu überleben und überhaupt das hinzukriegen. Also, da war schon ganz schön was gewesen. Ja.
Hast du das auch schon mal gespielt, Diablo 1? Frage? Ja, ganz kurz, aber ich habe das Spiel jetzt nicht mehr, weil ich habe mir das mal von meinem Cousin ausgeliehen. Mhm. Ich wollte ihm das danach abkaufen. Und da hieß es, meine Schwester hat das kaputt gemacht, hat es geschrottet. Warum? Weil sie kein Diablo-Fan ist. Weil sie hatte einen sehr schlechten PC und ich musste ihr einfach alles einrichten erstmal und dann hat sie es von selbst alles geschrottet. Schwester, immer dasselbe. Zum Glück habe ich keine Geschwister. Ich habe auch keine Schwester, das war wenn schon meine Cousine. Ah, du hast heute gar keine Schwester. Ja, aber ich habe jetzt in dem Bezug auf meinen Cousin geredet. Ah, vom Cousin die Schwester. Ah, jetzt haben wir natürlich alle wieder was verstanden. Tja, liebe René, wann kommt denn Skyrim? Erst wenn ich einen neuen Rechner habe, ja, ist schon gut. Ich denke mal, du hast wirklich Lust auf Skyrim, denke ich mal, aufzunehmen. Daran wird es auch wahrscheinlich nicht liegen, aber es ist wahrscheinlich ja da ja gut. Skyrim, Aufnahmequalität. Wie spielst du denn gerade Skyrim? In einer guten Qualität oder in einer etwas bemannten, schlechten Qualität? Ich muss ehrlich zugeben, dass ich immer herumschrauben muss an der Quali, weil es zeigt sehr viele Probleme. Ich sag mal so, Skyrim ist toll, aber leider ist es dermaßen verbuggt, dass man das schlecht let's playen kann. Okay, also ich hatte damals eigentlich keine großartigen Probleme gehabt mit Skyrim zu Let's Playen, weil, ja gut, mein Rechner ist, denke ich mal, ein bisschen besser und hat das, denke ich mal, auch ein bisschen leichter im Griff, aber ich fand eigentlich Skyrim, verbuggt, habe ich damals nicht so viel mitbekommen. Doch, Skyrim ist noch hinten, das ist ja noch etwas neu, kann man sagen, okay, 2011 rausgekommen und es kommen ja immer wieder neue Teile raus. Das Problem ist halt, dass das Spiel noch unmasked Bugs mit sich herumträgt. Was ich sagen muss, ist ja, wir kennen ja alle die liebe Skyrim-Reihe, ist ja von den Machern von Fallout und von Oblivion. Mit Oblivion war es ja damals genauso gewesen. Das Spiel war auch erst ganz stark verbuggt. Fallout genauso. Fallout New Vegas kam dann nachher raus, dann kam ja erst Skyrim. Aber was ich sagen muss, ist ganz einfach gesagt, dass für Skyrim die meisten Erweiterungen im Moment kommen und auch die meisten Mods da waren, meiner Meinung nach. Sie bisher so gesehen habe. Ja, und ich habe mir vor kurzem ja auch was Neues geholt, ein neues Mod, und zwar Hellfire. Es ist zwar toll, aber es hat wiederum Bugs und das ist schade drum. Ja, Mods, das muss man halt mal in sich ziehen, das sind halt manchmal sehr bugvertont. Da muss man mit leben, wenn man Mods auf ein Spiel raufpackt, die eigentlich nicht dafür bestimmt waren. Ja, eigentlich war die neue Erweiterung mehr für die Xbox ausgelegt, also Xbox 360. Aber Steam hat das ja auch so gemacht, okay, machen wir mal für die PC-Besitzer das auch mal ganz leicht und geben das hin auch. So, wie sieht's eigentlich bei dir so aus mit LPs wie Assassin's Creed 3 oder auch Hitman? Ist das eine Regel, so wo du mal sagen könntest, oder Hitman zum Beispiel allgemein, ist Hitman ein Spiel für dich oder ist das eher, weil Assassin's Creed magst du ja, das weiß ich ja. Assassin's Creed kannst du dich ja mit reinfinden. Ich habe eine Regel bei mir, niemals etwas ein ganz Neues spielen. Warum? Die Regel ist folgendermaßen so, wenn es neue Let's Player gibt, ist es halt das Problem, dass die neuen Let's Player immer halt das neueste Spiel präsentieren und es halt besser machen wollen. Aber dadurch machen sie es auch zum Großteil kaputt. Ja, es kommt immer ganz drauf an, finde ich. Also ich habe mir jetzt von den neuen Assassin's Creed Teilen zum Beispiel überhaupt noch gar nichts angesehen. Ja, also ich habe bei noch keinen Let's Playern heute geguckt, wie der neue Assassin's Creed Teil aussieht, was spielerisch daran so ist. Also, habe ich mir noch gar nichts angesehen. Ich habe mir gedacht, ich warte so lange, bis die PC-Version erscheint. Mhm. Und danach werde ich erst Assassin's Creed 3 selbst Let's Playen, weil ich mir halt nicht spoilern wollte und auch nicht sagen möchte, da kenne ich jetzt schon den Weg, ich kenne den Weg schon, weißt du? Ja. Insbesondere finde ich ja auch alte Spiele, es gibt genug alte Spiele, die nochmal wert sind, mal wieder neu aufgelegt zu werden, natürlich als Let's Play, ne? Ist natürlich klar. Aber auch wie gesagt, also es macht schon relativ viel Spaß, auch mal was Neues mal wieder auf seinen Rechner raufzuknallen. Ja, das auf jeden Fall. Nur das Problem ist, wie gesagt, es gibt unmasked Leute, die machen die ganz neuen Spiele. Und das Problem finde ich, manchmal machen sie es nicht so gut und da machen sie das ganze Spiel kaputt. Ja, das gibt's auch oft. Das, da hast du auch wieder recht. Das gibt's leider auch sehr oft. Aber wie schon gesagt, jeder muss das spielen, was ihn eigentlich am meisten liegt.
würde ich mal sagen. Ja, und Osten, Assassin's Creed 3 würde ich grundsätzlich nicht auf meinem Channel spielen, sondern wenn schon auf dem anderen. Okay. Und zwar auf dem gemeinsamen Channel, wo wir auch zusammen dran arbeiten. Falls ich noch okay. erinnere. Ja, da erinnere ich mich noch dran. Wir wollten ja mal Resident Evil mal aufnehmen, ne? Ja, auch. Aber das war wenn schon auf mein meiner Hauptseite, wenn schon. Gib mir mal einen Tipp nochmal. Ich meine halt auf Lumino LP, glaube ich, war das. Borderlands. Nee, da wollte ich wenn schon ganz normal Assassin's Creed und so alles spielen. Ja, stimmt, da hast du ja Assassin's Creed auch im Laufen. Ja. Stimmt, ja, hast du ja Assassin's Creed. Wie lange ist mir hochgeladen? Ich auch nicht mehr. Muss auch mal wieder zusehen. Ich denke immer wieder daran. Da mal wieder. Ich vergesse es. Ich bin im Moment, wie schon gesagt, auch stark eingeschränkt durch meinen eigenen Kanal. Aber ich habe immer gesagt, es muss immer so sein, dass man... Ich bin ja schon überlegen, ob ich ein paar von meinen Videos von alten Kanal rüberziehe auf den Nomino-LP, damit da jetzt endlich mal wieder ein bisschen was los ist. Aber mal abwarten. Ich muss mal gucken, wie das alles sich so wirken lässt. Das ist ja alles noch so passiert. Also auf alle Fälle, bei mir ist ja Bing gerade dabei und Chartbuster werde ich auf dem Nomino-LP auch bald beenden. Das ist klar, das dauert nicht mehr lange, schnell. Und Bing, das ist sehr anspruchsvoll, also sehr, sehr, sehr kompliziert. Was hältst du von Risen 2? Habe ich noch nie gespielt, aber viele sagen, es ist gut. Ja, also ich habe Risen 2 jetzt selber bei mir da gehabt, also habe ich es ja gekauft, Risen 2. Habe es auch schon mal installiert, also es ist schon ein ziemlich geiles Spiel, vor allen Dingen, weil es eben halt auch wieder so eine Art mystisches Adventure-Spiel ist, weißt du, so Piratenzeitalter, hier, hoi ho, Piraten trinkt aus. Und ich finde, also schlecht ist es nicht, also das wäre auch mal wieder sowas. Und The Last Remained. Oh Gott, ich habe mir schon in diesem Monat sehr viele Spiele gekauft. Der Grund ist halt, ich habe jetzt im Moment sehr viel Geld bekommen. Hast du ja schon erzählt. Ja. Hast du ja schon erzählt, dass du sehr viel Geld bekommen hast. Ja, und das Geld habe ich dann halt für neue Spiele investiert, die ich auch wirklich haben möchte oder wollte. Jetzt habe ich sie ja hier rumliegen. Ja, ich finde aber, es ist immer wichtig, wenn man sich Spiele kauft, die man auch wirklich haben möchte. Also ich kenne das von manchen Let's Playern, die kaufen sich alles Neues, wollen es aber eigentlich nie haben, aber wollen es dann als Let's Player mal rausbringen. Und kennen sich manchmal da mit der Methodik gar nicht so richtig aus. Hast du das auch schon oft genug gesehen? Ja, das habe ich schon des Öfteren mal gesehen und das finde ich erbärmlich. Das Furchtbarste, was ich schon mal gesehen habe, wo ich schon denen erklärt habe, was ich nicht so toll fand, ist mit einer Handykamera aufnehmen. Ja, doch, ja, die guten alten Handysachen. Ja, es gibt heutzutage für jedes, es gibt heutzutage überall Aufnahmeprogramme. So, Fraps ist ein sehr gutes Aufnahmeprogramm, Camtasia ist ein sehr gutes Aufnahmeprogramm. Dann du hast dieses Ronix, ne? Ronix, das habe ich noch nicht getestet. Da kann ich auch nicht zu viel zu sagen, zu Ronix, weil ich immer noch mit Fraps und Camtasia aufnehme, weil es mir halt dadurch, dann kann man zum Beispiel noch als Renderprogramm auch immer noch, das nimmt gerne Dennis2401 jetzt, ja, Sony Vegas Pro nimmt der als Renderungsprogramm. Also es gibt heutzutage genug Programme wirklich, womit man eine Aufnahme schnell und einfach über den PC aufnehmen kann und hochladen kann auf YouTube. Also ich finde, Handykamera ist da auch nicht mehr so der neueste Stand. Früher war es leider immer so, da haben wirklich früher viele mit ihren Handykameras rumgefilmt und wie ich meine, COD und sowas alles begleitet, um ihre Trophäen halt auch festzuhalten. Gut, da kann man das natürlich gerne machen, wenn man jetzt auf der Xbox bei COD oder so einen Killstrike von über 200 hingekriegt hat und richtig Nuller-Serie dazu. Wenn man kurz die Handykamera angeschaltet hat, ist gut. Wenn man sich selber ein bisschen posten möchte, ist natürlich kein Problem. Aber wie schon gesagt, heutzutage gibt es einfach genug Sachen, auch für PC-Nutzer, für Xbox 360-Nutzer gibt es genug Sachen, wo man aufnehmen kann und so, auf PS3. Ja.